Hallöchen und herzlich willkommen bei Pillars of Eternity 2. In der letzten Folge bin ich ziemlich sang- und klanglos untergegangen gegen zu viele Gegner, die viel zu stark waren. Ich habe jetzt vom letzten Speicherstand ausgehend nochmal diese eine Unterhaltung, die wir da hatten, schnell durchgeklickt. Und habe natürlich genauso geantwortet wie vorher. Und wir werden jetzt mit der Hasanui in der Messing-Zitadelle sprechen. Als nächstes, um mal zu sehen, was da so los ist. Ich guck mal, ob ich hier einfach so rausgehen kann oder nicht. By the way. Was mich wundert, ist jetzt, wo ich die Info habe, ob ich hier einfach gucken kann. Die da? Ja, die ist da. Da darf ich nicht reingucken. Okay. Gehen wir erstmal raus. Es geht wahrscheinlich dann nur abends, da müsste ich mich reinschleichen. Ach, ich weiß, glaube ich, warum. Ich habe von der einen da unten dieses eine Dokument bekommen. Deshalb darf ich wahrscheinlich, weil ich jetzt die Erlaubnis habe, die offizielle. Deshalb darf ich da wahrscheinlich jetzt rein und raus. Ich will. Ja, okay. Okay. Ich muss mich also nicht mehr reinschleichen. Sehr gut. Damit sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Was ich sagen wollte. Es würde mich freuen. Das sage ich in ziemlich vielen Folgen, aber das ist halt tatsächlich so. Wenn ihr euch die Folge komplett anschaut und mir dann unter der Folge einfach ein paar Tipps und Tricks hinterlasst, weil unter euch sind ja bestimmt einige erfahrene Spieler, die mir durchaus ein paar Tipps geben können, was ich wie besser machen kann oder was für coole Sachen es gibt oder was für Kombos oder naja, oder auch Positionierung der Figuren und so während dem Kampf, was ich dann wie machen kann. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie mich so und so positioniert habe und ich dann Angriffsbindungen habe und lauter so Sachen. Wäre sau cool, wenn ihr mir mal da in den Kommentaren ein bisschen Hilfe hinterlassen könnt. Das würde ich schätzen. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann könnt ihr mir ja auch live im Chat quasi helfen. twitch.tv/der Nerd. Ich streame natürlich jetzt nicht nur Pillars of Eternity. Aber Messing-Zitadelle, ja. Du wurdest durch die Sams von der Getaka, als die Straße plötzlich menschenleer wird. Die hohen Klippen tauchen die schmalen Gassen und Tunnel des Ghettos von Niketaka selbst mitten am Tag in der Dunkelheit. Der Geruch von verfaultem Obst mischt sich mit dem durchdringenden Gestank toter Fische und umhüllt dich genau wie hunderte anderer weniger intensiver Düfte. Deine Fußtritte verhallen in der Dunkelheit und durchdringen die Stille des Slums. Da waren wir aber schon mal. Ich weiß, dass meine Pflicht mehr den Toten als den Lebenden gilt, aber dies ist kaum gute Bedingungen zum Leben. Leiden wie dieses hier ist nicht richtig. Shoti schüttelt den Kopf. Du gehst um eine Ecke, stößt auf einen klagenden Schrei. Hilfe! Missgestaltete Schatten mischen sich mit leisem Zischen und kratzenden Klauen auf schmutzigen Steinen, um sich dann zu einem Rudel Skuldre zu formen. Ihre glänzenden Rachen schweben im Schwarzen und Höhlenmaden wuseln an ihren Beinen herum. Bäh. Ihre Fangzähne schnappen, als wollten sie die Luft zerbeißen. Auf der anderen Seite der Kreaturen hält ein kleines Mädchen, das die Lampe der Huana gekleidet ist, das in die Lumpen der Huana gekleidet ist, ein glimmendes Schwert fest in beiden Händen. Sie wirbelt damit wild in Richtung der Skulder. Jeder Schwung mit der Klinge löst ein Geheul aus, das die Biester auf Abstand hält. Sie kriechen dennoch näher an sie heran und die Augen des Mädchens sehen die dein flehentlich an. Das Mädchen als Ablenkung nutzen. Die Aufmerksamkeit der Bestie auf dich lenken. Schöne von hier, mein Kind, ich kümmere mich um die Biester. Das Mädchen als Ablenkung nutzen und die Kreaturen in einen Hinterhalt locken. Aufmerksamkeit auf mich lenken. Mit einem widerhallenden Schrei stürzt sich Eda ins Getümmel. Die Skulte zucken zusammen und wenden sich deiner Gruppe zu. Sie knurren hungrig, als sie angreifen.
Let's go! Gott, da tut sich in ein paar Sekunden so viel. Das ist schon krass, Mann. Meine Waffe ist unwirksam. Wieso ist meine Waffe nur so viel unwirksam? Es ist nervig. Na komm, Alari, du kannst. Okay, der lohnt sich nicht. Ist eh so gut wie tot. Wo steht er? Du stehst da. Bist du? Wo bist du? Ach, hier bist du. Was macht Eda denn hier bitte? Egal. Das ist super. Certainly. Ist sie einfach weggerannt oder was? Gibt's doch gar nicht. Oh ja, wenigstens gibt's ein bisschen Loot. Immerhin etwas. Ach nee, jetzt rennt sie dahin. Das keuchende Mädchen vor dir, das zerfetzte Roparo-Kleider trägt, hat ein paar blaue Flecken und kleinere Schnittwunden, sieht aber ansonsten unverletzt aus. Schweißperlen vermischen sich mit rinnendem Blut auf ihrer Stirn. Nachdem sie sich endlich entspannt, senkt sie das Schwert nach unten, bis die Spitze den Dreck am Boden berührt. Der Knauf hat die Form eines Hundekopfes. Thanks, Stranger. Don't think I could have made it without you. Kuse lächelt, ihre Augen glänzen in der Dunkelheit. Was wir hier gemacht? These Skulder had been picking folk off for weeks, picking on the weak. Those too young, old or sick to fight them off. Sie tritt gegen eine der Leichen. Maybe it was stupid, but I couldn't let that go on, not if I could help it. Freut mich, dass ich helfen konnte. War unglaublich mutig von dir. Nah.
Kusi schaut leicht errötet weg. Ihre Haare fallen ihr ins Gesicht und verdecken fast ihr Grinsen. I mean, maybe a little. Das war aber ein recht gutes Schwert. Du hast ausgesehen, als hättest du es im Griff. Das ist ein recht gutes Schwert. Like it? My father left it for me. Told me that one day I'd defend the Deadfire with it. Oho. Schien magische Eigenschaften zu haben. You're not wrong. I don't understand it myself, but it seemed to confuse the Scalder. Probably save my life. Mhm. Ist es ein Schwert der Vorfahren? Not really. Father found it and brought it home. He said he got it from some Dirwidian pirate captain with a dog named Griffin. But, well, sometimes his tales were a bit taller than true. Sie lächelt, aber in ihren Augen ist auch Traurigkeit zu sehen. Ausgesehen, als hättest du es im Griff. Glück gehabt, dass du nicht tot bist. I know. But isn't that true of most folk who aren't dead? Anyway, I think you should have this. For what you did and for what you can do with it. Sie kniet nieder, wischt das Blut von der Klinge und lässt sie zurück in die Scheide gleiten, bevor sie dir anbietet. Die Monster im Schlund haben nicht deine eduranischen Kenntnisse. That's Father's doing. He traveled all over and he insisted that I learn Adiran, Valian and Rawatayan. Stolz streckt sie ihre Brust heraus. I even know a few phrases in Anutanic. Okay. Danke. No, thank you for coming along when you did. And what's more, for helping. So, das Schwert des Mädchens nimmst, tritt sie zurück. Du hast einen Gegenstand erhalten, Griff ins Klinge. I truly appreciate what you did. Not everyone in Nekataka steps in for a neighbor. I need to be getting back to mother, though. Sie blickt auf einen der toten Skulter und verzieht das Gesicht. I probably shouldn't take home Scalder meat, should I? Griffins Klinge. Haben wir sowas nicht schon? Irgendwie? So ein Questgegenstand. Ah, muss ich später mal gucken. War hier sonst noch irgendwas? Nö. Okay. Weiter geht's. Wollten wir hin? Bin ich verwirrt. Essing-Zitadelle. Moment, wohin genau? In der Messing-Zitadelle. Okay. Irgendwo in der Messing-Zitadelle. Schauen wir mal. Yay. So, hier ist der Typ jetzt nochmal. Hasanui. What I just can't figure is how anyone could treasure animancy over the grace of our divine's guiding hand. Because the mercy of Kith is less capricious than the gods' guiding hands. Funny, that doesn't answer my question. So, hier waren wir ja schon mal. Ich habe festgestellt, dass wenn ich mal richtig Kohle habe, ich hierher zurückkommen muss. Nur die Frage, wo der Typ ist. Und was ich auch noch immer noch brauche, sind medizinische Vorräte. In der Messing-Zitadelle. Meinen die damit, hier? Also auf der Map oder in irgendeinem der My hands are feeling better. It's my pride that Don't take this the wrong way. I can vouch for the captain here. Keeps a tidy ship of misfits, but we're still floating. I could use some mischief. I've about had it with the uptight stiffs around here anyway. I'll see you on board, captain. Wow, really?
Nur weil die Anna jetzt dabei war? Krass, Mann. That's it. For God's sake, I can't take it anymore. Die Riesterin Stampfschaufel bringt herum. Das Ganze hat die Wirkung einer Grille auf einer heißen Bratpfanne. Ab und zu wirft sie die Arme hoch, dreht sich und zeigt die Zähne mit einem finsteren Blick. Oh, I'm seeing red all right, everywhere. And it ain't a passing vision. Palagina, we're gonna have words, you and I. Sie dreht sich zu der Paladinin und blickt sie zornig an. Die Wut flackert in ihren Augen. And maybe you'll even apologize. Paladina raschelt mit den Federn. Ihre Kiefermuskeln schwellen an, als sie mit den Zähnen knirscht. Ihre goldenen Augen verschwinden hinter ihren verengten Lidern und die Valianerin wendet sich langsam Shoti zu. Little woman making a big noise. When someone takes that tone with me, what follows is not conversation. In the Republics, no one would bat an eye if I cut you from gut to gullet and left you holding your innards in a ditch. Die Farbe weicht aus Shotis Gesicht, aber sie geht einen Schritt vor, statt zurück und gibt nicht so schnell nach. You can throw your threats around in an attempt to avoid this, but it won't work. I want the air cleared, at last and for good. Was gibt es denn für ein Problem? The problem is, this featherhead doesn't know when to stop squawking obscenities about the gods, Watcher. Sie lässt einzeln ihre Knöchel knacken. I've been turning a deaf ear for too long, disgracing both myself and my god, ignoring the no good, sour sounding, moronic blasphemy that spews out of her mouth. Fair Comblanca. Another frail-faithed priest has come to mumble tearful protestations because I don't see the world with their blind eyes. I'm sure this will be as fresh as a pasture full of cow droppings. Palagina seufzt und verschränkt die Arme. Bist verärgert, weil Palagina die Götter verachtet? Wenn ich das hier nochmal sagen muss, dann wirst du es bereuen. Rücklehne und Shoti schimpfen lassen. Wenn du kämpfen willst, dann zieh eine Waffe. Shoti flattert mit den Händen wild in der Luft. Such hubris she's got. And in the face of so much evidence, you scarcely need faith. The gods may move in mysterious ways, but I can tell you they've noticed us. And they've noticed her with us. I'm beginning to think she'll sully our souls by association. Es verärgert, weil Palagina die Götter verachtet. I'm working my way down from active disdain to slight regard. I'd prefer to give the lot of them as little of my time as possible. Weil mich gerade von aktiver Geringschätzung zu geringer Beachtung herab. Ich will es vorziehen, dem ganzen Haufen so wenig von meiner Zeit zu widmen wie möglich. Ein unglaubliches Geräusch entkommt aus Shotis Kehle. The more she disparages the gods, the more she tempts ruination on her very soul. I can't just let that happen. Besides, her arrogance irritates me. True. Of course you see it as arrogance. You surround yourself with believers. The very idea of disbelief offends you. And little girl, you have no idea what it is like to grow up being godlike. So do not presume to know what it means about my soul or my life. That's why I asked you what it was like. But instead of ever telling me anything, you just give me insults or a cold shoulder. In this, it's her or me, Watcher. Shoti mag wütend sein, aber sie meint es immer noch gut, Palagina. Und du kannst sie nicht bemängeln. Shoti mag wütend sein, aber sie meint es immer noch gut, Palagina. Und du kannst sie nicht bemängeln, wenn sie sich angegriffen fühlt, weil du deine Sache schlecht machst, an der sie ihr ganzes Leben gewidmet hat. Palaginas Überzeugungen sind genauso stark wie deine, Shoti. Sie sind vielleicht unterschiedlich, aber dadurch werden sie nicht falsch. Regelt das unter euch. Jeder eurer Erfahrungen und Weltansichten haben Geltung, könnt ihr nicht zu einem Kompromiss kommen. Shoti atmet tief durch und rasselnd ein.
Es hält sie den Atem ein paar Herzschläge lang an, dann atmet sie langsam tief durch die Nase aus. Ihr Versuch zu sprechen endet in einem Krächzen, doch dann gelingt es ihr. You're not wholly wrong, I reckon. Mit gespreizten Fingern reibt sie die Handfläche über ihr Gesicht. If after all you've seen, Watcher, you really believe that we're both right, you're an even bigger fool than this one. Sie neigt den Kopf in Shotis Richtung und wechselt mit dem Blick zwischen euch beiden. Anyway, I'm not the one who got upset. I'd just as soon get on with more important things. Guess that leaves me to apologize. I'm sorry, there I said it. But don't think it'll happen again. Hm. Das kann ich, weil ich nicht scrollen kann, natürlich nicht gucken, wie die... wie diese Konversation da eben für die ausgegangen ist. Hm. Muss doch irgendwie einen Weg geben, hier runter zu scrollen, Mann. Wieso geht das nicht? Tasten und so habe ich, glaube ich, schon mal versucht. Ja. Zum Kotzen. Wenn mir einer von euch sagen kann, wie man hier rechts runterscrollen kann, wäre ich echt dankbar. So, und damit beende ich das Video auch hier an der Stelle. Ich würde gerne die Quest weitermachen, aber es ist halt Pillars of Eternity, ne? Was willst du dazu sagen? Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und haut mal ein paar Tipps, unter anderem, falls es die Scroll-Möglichkeit gibt, unten in die Kommentare bitte. Bis dahin, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.